Moin Moin, Privat, meine Genossen, ich bin der Russian Wolf, bin willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 6. So, im Hintergrund sehen wir unseren wunderschönen Nissan 380S, wenn ich richtig liege, einen richtig geil getunten Nissan 350Z einfach, nachdem wir uns in der letzten Folge gekauft haben, nachdem wir einer der Tourenwagen-Weltmeisterschaften gefahren sind. So, und heute werden wir keine Meisterschaft mehr fahren, aber dafür andere Rennen. Und zwar die Rennen, die wir in den anderen, ja, Ligen hier nicht, ja, bei denen wir keine drei Sterne haben. Und zwar fehlt uns hier noch ein GT, also ein Kartrennen. Ja, zwei Stück eigentlich, aber da habe ich keinen Bock gerade drauf im Moment. Und noch historischer Rennwagen-Cup. Ne, auf Monaco. Und da brauchen wir ein Auto von 1979 oder früher, was einiges an LP hat. Wir haben ja zwar hier einige Autos, einige starke Autos. Aber ich glaube, wir sind mit dem gefahren, mit unserem Challenger RT Race Car. Und da sind wir halt nur Dritte geworden in dem Rennen. Aber ich werde nochmal nachgucken in den anderen Ligen, ob wir da noch ein paar Rennen haben, die noch fahren müssen, bevor ich hier so noch ein Auto kaufe. Hier haben wir alles geschafft. Nehmen wir hier auch. Jo. Natürlich Anfänger ist wahrscheinlich auch, weil es sind ja nur drei Stück gewesen. Na gut, da würde ich sagen, wir suchen uns ein Auto von 1979 oder früher. Was ordentlich an LP hat. Stelle ich noch hier Minimum LP hoch. Mal 500 würde, glaube ich, hier besser passen. 12 Autos noch. Aha, okay. Okay. Ja, das wären die scheiß Dinger, die wir bräuchten. Vor allem den hier, den Toyota 7. Den wir uns eigentlich doch recht, oder doch schon kaufen könnten. Oder besser sogar sollten, ne? Legendären Wagen, der in Gnade fiel und nie an Rennen teilnahm. Ja, weil das Ding wahrscheinlich zu OP war. Na, es wird, den kaufen wir uns jetzt. Wir haben ja das Money hier. Ist auch nicht so schlimm. Nächste Woche wird kommen wieder neue Saisonsveranstaltungen. Da können wir dann schön wieder Geld hier verdienen. Alles klar, dann haben wir das Auto hier. Können wir daran noch was machen? Hier Tuning technisch. Mhm. Auch alles eingebaut. Immer bei den ganzen Rennwagen sind die ganzen Teile schon alle eingebaut. Ja, bis auf den Turbosatz. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich so nötig ist. Das war YOLO, wir bauen den einfach mal ein. Sind jetzt zwar eine LP über dem Limit, aber das können wir durch den Leistungsbegrenzer wieder runterdrehen. Ist also kein Problem. Aber hier gucken wir uns wahrscheinlich auch nichts, ne? Felgen auch nicht, ist wahrscheinlich. Jo, okay. Dann eben mal einstellen. Leistung. So. Okay, nur 5 Gänge, 320. Wir machen mal 340 draus. Und hier lassen wir mal den Scheiß so, wie der ist. So, dann können wir das eine Rennen fahren. Und vielleicht noch die beiden Kartrennen. So, jetzt haben wir, sollten wir eigentlich das Rennen nicht verlieren hier. Außer wir drehen uns in jeder Kurve oder so ein Scheiß. Aber das wird, denke ich mal, nicht der Fall werden, sein. Na.
Na gut, auf geht's. Wow, ist der detailliert, Alter. Das Lenkrad ist hier überhaupt nicht verpixelt, ne? Erinnerung ist überhaupt nicht verpixelt hier. Hammer geil, ne? Können wir mal loslegen? Ja. Okay, wir haben jetzt genug Power durch den Turbo, denke ich mal. Okay, jetzt muss ich hier ein bisschen Körperkontakt fahren, glaube ich. Jetzt komme ich hier, glaube ich, nicht voran. Komm gerade an den Gulf nicht vorbei, Mann. Und GT40. Ach, du willst mich doch am... Da fängt mal wieder Supania. Auto, was im dritten Gang ist, wie es Spin hat. Ein total geiles, hier detailliertes Cockpit hat, ne? Dass diese Scheiße bekommt, dass mir vor auf den Sack geht. Fick dich. Scheiß Wand. Das Ding ist echt okay. Alter, ich glaube, es hat hier so gewaltig, Alter. Ja, fahren wir die alten Rennen hier nochmal. Ja, gute Idee hier. Da kommt es jetzt mit dem OP-sten Auto hier nicht voran. Was eigentlich total unmöglich ist. Gleich haben wir die aber.
Was ist jetzt komisch? Staubsaugerauto hier? Jetzt gleich. Gleich mal Staub schlucken hier! Furze. Wow, wow, wow. Okay, alles ruhig, nicht hier. Irgendwo verkanten! Bekannt, ey. Also selbst wenn ich es gerade sagen will, dann passiert es sogar. Na, richtig geil hier bei mir. Ich finde das halt irgendwie komisch, dass der Wagen im ersten, zweiten Gang null V-Spin hat oder im dritten Gang V-Spin hat. Der trotzdem übelst hart beschleunigen kann. Schon den Wichser noch in seinem anderen Staubsaugerauto hier. Weg da, weg da. Komm schon, Power. Im Schatten. Lies mir hin. Kant, Alter. Kant! Kant! Ich werde diese Kant noch einholen, Alter. Okay, den Kant werde ich wohl nicht einholen. Das ist ein unverdienter Sieg von der, von diesem Kant. Faggot, Alter. Hat sich wieder super gelohnt hier. Wir suchen so ein Rennen zu starten, sagen, ja, können wir nicht verlieren. Ja, und dann verlieren wir es trotzdem. Fahren wir jetzt nochmal. Erstmal müssen wir 3 Stunden warten, bis wir das Rennen doch fahren können. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder in der letzten Runde wieder verkacken. Und dann wieder gegen diese scheiß Staubsaugerkanzler verlieren. Kant.
Du Kant! Kant! So, fickt euch, ihr Kants. Verpiss dich. So, jetzt haben wir das Rennen aber gewonnen, hoffentlich. Das müssen wir jetzt aber wirklich nicht hier verlieren. Nicht mehr. Nicht auch einmal, ja gesagt. Bonson. Oh, komm. Ja, diese scheiß Hurensohn-Kurve. Oh, fickt euch. Mein Gott, das war wieder so eine scheiß schwere Geburt, Alter. Unglaublich. Aber richtig detailliert ist das Auto. Ist überhaupt kein PS2-Port, ne? Ne, überhaupt nicht. Scheiß auf die Wiederholung. Achtundachtzigtausend Credits. So.
Haben sich die 1,9 Millionen Credits super investiert hier. Haben wir ein Rennen damit mit dem Wagen gewonnen und werden jetzt wahrscheinlich kein Rennen mehr mit dem fahren. Wir werden ja noch sehen. So. Wir kriegen nichts. Dafür müssen wir noch hier die zwei Kart-Rennen fahren. Aber den Scheiß machen wir noch erst in der nächsten Folge. Oh Mann, ey. Jetzt will ich mal sehen, wie der Wagen hier in dem Showroom aussieht. Bestimmt richtig, richtig detailliert, weil mit keinem Pixel zu sehen oder sowas. Mann, es gibt gar kein Showroom. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Gran Turismo 6. Das ist Daniel.